Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man solche Wasserflecken überstreichen und somit natürlich auch richtig isolieren und entfernen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich habe hier auf der Rückseite von unserer undichten Dusche Wasserflecken und wenn ich da jetzt mit normaler Farbe drüber streichen würde, dann würden die Flecken immer wieder durchkommen, was wir natürlich nicht haben möchten. Und deswegen muss da erst einmal eine Schutzschicht drüber und das bekommen wir am besten mit so einem speziellen Isolierspray beziehungsweise bei größeren Flächen auch mit einer Isolierfarbe hin. Bevor wir aber mit dem Auftragen beginnen, muss unbedingt sichergestellt sein, dass die Ursache von dem Wasserschaden behoben ist. Bedeutet, meine Dusche ist richtig abgedichtet und wir haben unsere Wand auch einmal ordentlich durchtrocknen lassen. Und außerdem würde ich jetzt noch empfehlen, dass wir am besten mal mit normalem Kreppband außenrum Gegenstände beziehungsweise auch den Boden richtig abkleben, dass da natürlich keine weißen Flecken entstehen. Auch sollten wir auf jeden Fall lose Teile von unserer Wand mal noch ordentlich abkratzen. Bei mir ist das nicht notwendig, weswegen ich mal mein Isolierspray jetzt auch circa 2 Minuten lang ordentlich durchschütteln kann. 2 Minuten sind um und jetzt sollten wir darauf achten, dass wir mal das Ganze im Abstand von circa 30 cm zur Wand einsprühen, relativ gleichmäßig drüber gehen, dass wir natürlich nicht auch immer auf derselben Stelle bleiben, da man das Ganze später einfach sehen kann. Und ich empfehle dir übrigens auch, dass du jetzt unbedingt noch Fenster öffnen solltest. Laut Hersteller müssen wir unser Spray mal für ca. 10 Minuten einwirken lassen und danach sollten wir sicherheitshalber nochmal eine Schicht darüber geben. Auch diese Schicht habe ich 10 Minuten lang trocknen lassen und falls deine Fläche jetzt irgendwelche Unebenheiten wegen dem Wasserschaden hat bzw. kleine Löcher, dann könnten wir das Ganze jetzt auch noch weiter verspachteln und dann natürlich wieder dementsprechend trocknen lassen. Bei mir ist das nicht der Fall, weswegen ich das Ganze jetzt auch schon mal mit einer relativ gut deckenden Farbe überstreichen kann und ich werde aber die ganze Wand streichen, da ich natürlich auch keine Übergänge von dem Spray zu meiner alten Farbe haben möchte. Das Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen, ich kann keinen Wasserfleck mehr erkennen und somit haben wir diesen auch schon richtig überstrichen. Wenn du dir für zu Hause so einen Fleckenblocker, eine Malerrolle oder natürlich auch eine Isolierfarbe zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.